Welche Möglichkeiten gibt es, wenn es an die Existenz geht? Was erfreut die Vorarlberger an der dritten Jahreszeit? Und welchen Stellenwert hat eigentlich der Schulsport? So viele Fragen, die Ländle TV diese Woche versucht hat zu beantworten. Und damit herzlich willkommen bei der Tag Revue auf Ländle TV. Der Verein Dovas aus Bregenz setzt sich für ambulante Betreuung und das Schaffen von Wohnraum ein. Lebensraum für wohnungslose Menschen. Über die aktuellen Entwicklungen wurde am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz informiert. Wir sind eine soziale Teilhabe an der Gesellschaft, dann geht das vorbei. Bei der Pressekonferenz am Dienstagvormittag gab der Verein Dovas einen Überblick und zog Bilanz zu den aktuellen Entwicklungen. Als Anlaufstelle für Menschen, die in ihrer Existenz bedroht sind, sind Situationsverschärfungen infolge Corona stärker spürbar. Auf den ersten Blick seien die Zahlen des vergangenen Jahres zwar nicht ungewöhnlich, dennoch sei der scheinbare Rückgang der Betreuungen zu differenzieren. Auf den zweiten Blick habe sich der Betreuungsbedarf dosiert für stark belastete Klienten und Klientinnen. Wir haben den Eindruck, dass viele Klientinnen, die aus der Mindestsicherung ausscheiden, weil sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, trotz dieser Erwerbstätigkeit nicht aus der prekären Situation herauskommen. Wir haben eher mehr Armutsgefährdete als 2008. In Vorarlberg galten im vergangenen Jahr knapp 70.000 Menschen als armutsgefährdet. Das betrifft im Schnitt einen von sechs Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen. Zusätzliche Einschnitte seien laut Dovas auch dem erneuten Sozialhilfegrundgesetz verschuldet. Die Berechnungsskala würde weniger Menschen abholen, die tatsächlich auf Unterstützung angewiesen sind. Die Regelung sei daher ungeeignet, um prekären Situationen entgegenzusteuern. Es brauche konkretere Ansätze, wie zum Beispiel einen fixierten Mindestlohn, so Peter Brunner. Meines Erachtens ist das Leistungsniveau, also der Wohnbedarf und der Lebensunterhalt, zu niedrig bemessen. Es kann einfach nicht sein, dass Menschen, die arbeiten, von ihrer Arbeit nicht leben können. Am Einkommen bemisst sich die Pension, am Einkommen bemisst sich das Arbeitslosengeld. Ein guter Mindestlohn, ausreichender Mindestlohn, würde sehr viele Probleme vermeiden. Dovas fordert so konkrete Maßnahmen auf regionaler und Bundesebene. Einer drastischen Abschwächung der Corona-Folgen müsse auf Dauer entsprechend entgegengesteuert werden. Was die Sozialpolitik und vor allem auch die Wirtschaftspolitik im Hinblick auf Arbeitslosigkeit nicht umgesetzt bekommt, können wir nur notdürftig reparieren. Das werden wir, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, auch wieder hinkriegen. Wir sind, wie gesagt, am Ende der Nahrungskette. Eines der Hauptziele des Vereins sei, dass jeder und jede am sozialen Leben in Vorarlberg teilhaben kann. Diesen Mittwoch wurden die erfolgreichen Handballer der HTL Bregenz geehrt. Wir haben nachgefragt, welchen Stellenwert der Schulsport eigentlich hat. Am Abend des Schulsports werden jedes Jahr die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Vorarlberger Schulen geehrt. Die Auszeichnung der Medaillengewinner findet heuer nicht wie gewohnt im großen Rahmen statt, sondern wird an der jeweiligen Schule durchgeführt. So auch an der HTL Bregenz. Hier wurde am Mittwoch das Handballteam geehrt. Die Schüler der Technischen Lehranstalt holten bei der Handball-Bundesmeisterschaft die Silbermedaille nach Vorarlberg. Also mich freut es sehr, dass die Schüler in dieser Zeit, trotz ihrem dichten Stundenplan, den sie haben, also man sieht es trotzdem, den Sport eigentlich riesige Erfolge immer wieder einfahren. Und das freut mich hier sehr. Der Sport insgesamt in einer Schule wie meiner, wo sie fast 36, 38 Wochenstunden haben, ist immens wichtig. Ja, gerade jetzt in der Corona-Zeiten sieht man, dass die Schüler natürlich zu wenig Bewegung haben. Und da ist es natürlich sehr wichtig, gerade jetzt, dass man das weiterführt. Damit die Bewegung auch während der Corona-Zeit nicht zu kurz kommt, wird der Turnunterricht unter gewissen Auflagen durchgeführt. Also die Turnhalle fällt als Lokalität aus und wir müssen ausweichen auf das Freigelände. Ne? Wir haben das jetzt immer gemacht und Sie sehen ja wir machen das also so gut es geht. Joggen gehen, Berglauf und Stationsbetrieb im Freien. Aber wie es dann ist, wenn es bitter kalt wird, das wissen wir noch nicht ganz genau. Ne? Die einen freuen sich wieder auf kühlere Temperaturen, die anderen eher auf die wandelnden Farben der Natur. Was erfreut die Vorarlberger eigentlich am Herbst? Unser Team hat sich umgehört.
Der Herbst ist für mich eine super schöne Zeit, aber eine strenge Zeit. Wir lesen viele Äpfel auf, meine Burschaft. Aber so Spaziergänge sind voll super und das Wetter einfach herrlich, nur so heiß. Ja, es ist einfach eine andere Jahreszeit. Im Sommer haben wir hier gebadet und es ist warm. Und im Herbst ist einfach die Vielfalt der Wälder, von der Natur einfach sehr interessant mit der Farbenvielfalt. Ja, bei uns in der Region kann man recht gut wandern gehen im Herbst. Vor allem, wenn das Wetter recht gut ist, haben wir brutal lässige Wander- und Bikewege. Und das finde ich brutal lässig eigentlich. Ja. Die Jahreszeit gefällt mir brutal gut. Ja. Das ist schön zum Wandern und Spazieren gehen, vor allen Dingen jetzt, wenn es ein bisschen kühler ist. Und da hat man wieder Zeit, Gemütlichkeit, zu Hause zu sitzen oder sonst auch mit Freunden irgendwas zu unternehmen. Also ich finde den Herbst schön, vor allen Dingen, wenn dann die Blätter bunt sind. Feiner Sturm, Kastanien und Gewanderer, feines Herbstlaub, im Herbst ab Sommer trödeln, finde ich schön. Schöne Wanderung einmal, das Lob verfärbt sich, gehen gerne ins Fitness und Sauna, man lässt das Gurke essen, gehört einfach alles dazu. An der Region ist natürlich interessant, dass es ein Dreiländereck ist, ja, dass man schnell in die Schweiz kann, dass man nach Deutschland kann, dass man in Österreich sein kann. Alle drei Länder haben ihre besonderen Vorzüge, gruppieren sich um den großen Bodensee. Jedes Land hat einen Anteil dran und das ist eine der schönsten Gegenden Europas für mich. Ja, ist meine schönste Jahreszeit eigentlich. Hoch im Kurs bei den Jahreszeiten also. Doch auch für den Vorarlberger Herbst sind die Auswirkungen der aktuellen Veränderungen spürbar. Ja, man muss Maske tragen, man muss entsprechende Schutzmaßnahmen vornehmen. Die meisten Aktivitäten lassen sich also ohne große Einschnitte genießen. Und wenn es draußen kalt und dunkel wird, lässt es sich auch drinnen gemütlich machen. Das war die Revue von Ländle TV. Was das Wetter in den nächsten Tagen macht, erfahren Sie gleich. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächstes Mal wieder begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen. Schon gewusst, dass sich das Kunsthaus Bregenz mit der diesjährigen Sommerausstellung Unvergessliche Zeit international ausgezeichnet hat? Schon gewusst, dass das KUB im Jahr 1997 eröffnet wurde und über eine Ausstellungsfläche von rund 2000 Quadratmetern verfügt? Schon gewusst, dass jährlich rund 50.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet werden? Im Jubiläumsjahr 2017 waren es sogar über 70.000. Und schon gewusst, dass pro Jahr über 750 Führungen, Veranstaltungen oder spezielle Formate für Kinder stattfinden? Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Am Sonntag erwartet uns unbeständiges und kaltes Herbstwetter. Der Tag startet in vielen Regionen aufgelockert bis stark bewölkt und vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden ist schon vom Bregenzer Wald bis zum Adelberg mit ein paar durchziehenden Schauern zu rechnen. Oberhalb von rund 1000 Metern sind es Schneeschauer. In der Früh liegen die Temperaturen dabei zwischen minus 2 und plus 4 Grad. Tagsüber stellt sich dann überall ein Mix aus Sonne, Wolken und durchziehenden Schauern ein. Nur über dem Rheintal kann es dabei auch längere trockene Abschnitte geben und oberhalb von rund 1000 Metern sind es Schneeschauer. Am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf rund 5 bis 10 Grad. Zum Wochenbeginn geht es wechselhaft und kalt weiter. Am Montag gibt es erneut einen Mix aus Sonne, Wolken und ein paar durchziehenden Schauern. Oberhalb von rund 1000 Metern sind es Schneeschauer und im Rheintal werden nachmittags bis zu 10 Grad erreicht. Am Dienstag kommt es aus heutiger Sicht zu einer vorübergehenden Wetterbesserung. Es stellt sich freundliches Wetter mit Sonne und Wolkenfeldern ein. Es bleibt kalt bei maximal 9 Grad. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.